bist nicht dran wie ein Riesenschwein, der niemals füttern muss. Doch was muss, das muss und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durch den Tag. Ah, Leute, keine Panik, ich steck die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kids von morgen. Hey, nachdem Hubertus die Treppe runtergeflogen ist, hat er sich mit Pippi vertragen. Naja, ich traue dem ganzen Frieden ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich habe überlegt, sollen wir nicht vielleicht das Kriegsbabel Kramer und Freunde sein? Wir? Bei Justus und Ronja läuft wieder was. Zumindest hat das Tommy behauptet. Liegt das an der Idee oder daran, dass sie von mir ist? Was soll denn das heißen? Keine Ahnung. Vielleicht wärst du ja lieber, du hättest sie gehabt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Wir müssen Mathehausaufgaben machen. Kann ich ran? Na klar. Mathehausaufgaben sind die reinste Zeitverschwendung. Danke, wie nett von dir. Danke, wie nett von dir. Rieche ich schon so spät? Darf ich da mal ran? Bitte. Nee, ich schau grad was nach. Oh, es ist dringend. Kleiner Tipp, da oben ist noch ein PC. Oh. Alex! Aua. Alex, komm mal! Schon wieder. Ist okay? Ich glaube, sie ist umgeknickt. Ja, das sehe ich. Such mal zum Bewegen. Aua. Geht, aber es tut höllisch weh. Es verstaucht, wahrscheinlich. Mist, genau heute, wo ich so gut zu Fuß sein muss. Gut zu Fuß? Warum das denn? Wie siehst du denn aus? Knochentrocken, gibt's denn hier keinen Gießdienst? Alle laufen an dir vorbei und keiner gibt dir was zu trinken. Ah. Ja, Walter. Ach, heute Abend klappt nicht. Hatte mich so auf unseren Schachabend gefreut. Ach was, deine Gattin geht natürlich vor. Ja, bis die Tage. Mach's gut, Walter. Tja, so ist das. Herr Versulke, Sie streicheln da gerade einen Baum. Ja, macht ja sonst keiner. Ach so. Und zu Hause? Bestens, bestens. Viel Ruhe, noch mehr frische Luft. Gestern habe ich Tomaten gepflanzt. Tomaten? Ja, kann's kaum erwarten, bis die reif sind. Tja, jetzt muss ich aber. Mein neuer Freund, der braucht Wasser. Neuer Freund? Das da? Streifen. Das sind die neuen Koordinaten fürs Geocaching. Pippi, ich habe immer noch nichts verstanden. Schnitzeljagd nur moderner. Man bekommt Koordinaten, die gibt man in ein GPS-Gerät ein und dann sucht man den Cache. So, so. Diesmal gibt es nur einen Sticker. Also nichts Wertvolles. Nichts Wertvolles? Wo liegt dann der Reiz? Der Weg ist das Ziel, Hubertus. Nichts für mich. Ach, Spaß und Abenteuer sind der Reiz. Diesmal gibt es sogar ein Tablet-PC zu gewinnen vom Erfurter Anzeiger. Das klingt schon besser. Von wegen. Und ich hätte so gute Chancen. Hier. Puffbohne. Puffbohne und Doug Devil sind meine härtesten Konkurrenten. Du bist also Knallbonbon? Mhm. Jeder von uns hat 5 Punkte. Wer also den nächsten Sticker findet, der hat gewonnen. Das wird dann wohl Puffbohne oder der dunkle Teufel sein. Ach Alex, ich habe extra eine neue Software für mein GPS-Gerät programmiert. Ich kann doch für dich. Oder ich. Mein Handy hat auch GPS. Ihr würdet das für mich tun? Klar. Ich bin stark, klar. Ich schon lange. Na dann. Tust du wieso nicht? Doch. Oh, das ist so ein großer Bruderphänomen, nur wir treffen. Ja. Ja. Okay, der war wirklich gut. Ah, da kommen 2 Stunden Langeweile angerollt. Ach, das ist doch nur ein Referat. Ich helfe dir auch dabei. Ich hab trotzdem keinen Bock. Lass uns doch nächste Woche machen. Alter Schwede! Alter, ich dich auf. Die ist so dermaßen Hammer. Ich tick gleich auf. Die
ist so dermaßen Hammer. Tommy, wir sind hier, um für dein Referat zu recherchieren. So eine echte Frau finde ich eben besser. Frühlingsgefühl oder was? Natürlich. Flirten macht doch Spaß. Außerdem bin ich Single. Du übrigens auch. Oder willst du wieder was von Ronja? Ach, keine Ahnung. Oh, ich hätte Bock, mich mal so richtig zu verlieben. So mit allem drum und dran. Am besten eine Ältere. Aha, du hast wohl Größeres vor, oder was? Ja, ich will doch nicht bis zur Hochzeitsnacht warten. So wie du. Oh, das wüsste ich aber. Wie? Hast du schon mit Ronja? Komm, sag. Hätte ich's gemacht, würde ich dir auch sagen. Hast du aber nicht. Oh, Justus, du bist sowas. Alter. Die ist... mindestens 18. Bei der hast du keine Chance, Mann. Hä? Wetten doch? Wetten nicht. Wetten doch? Wetten nicht. Wetten doch? Alter. Okay, wer es schafft, ein Date mit dir klarzumachen, der kriegt vom anderen die Kinokarten spendiert. Geld. Da ist doch nichts dabei. Nichts dabei? Herr Pasulke redet mit Pflanzen. Kritisch wird's, wenn er sein Frühstücksbrötchen begrüßt. Hallo, Schatz. Alex, nimm das bitte ernst. Ist doch gut für Pflanzen, wenn man mit ihnen redet. Ne? Hallo, Pflanze, wie geht's dir? Nein, Pflanze. Hallo, lebst du da? Nicht lustig. Stimmt. Aus Mangel an Zuwendung leider eingegangen. Sehr traurig. Genau. Aber wenn wir uns nichts einfallen lassen, geht's Herrn Pasulke bald genauso. Du übertreibst. Herr Pasulke ist einsam. Und das ist auch unsere Schuld. Wie bitte? Immerhin haben wir ihn hier aus seiner Wohnung vertrieben. Und jetzt sitzt er da ganz allein in seinem Häuschen und wartet, dass die Tomaten reif werden. Oh. Alex, wir müssen ihm helfen. Und Madame hat sicher schon einen Plan. Hier. Ein Single-Schach-Treff im Café am Stadtpark. Das ist doch was für ihn. Single-Schach? Genau. Herr Pasulke ist Single und liebt Schach. Oh. Du musst da heute mit ihm hingehen. Wieso ich? Na, du bist auch Single. Ja, du doch auch. Ja, aber das ist eher was für Leute im gesetzten Alter. Außerdem bin ich noch mit Joe verabredet heute. Du bist mit mir verabredet. Und zwar zum Frühjahrsputz. Schon vergessen. Alex, du musst endlich lernen, Prioritäten zu setzen. Frühjahrsputz. Herr Pasulkes Wohlergehen ist uns doch wohl wichtiger, oder? Ja, natürlich. Hi! Hey! Ich würde gerne diese DVD hier ausleihen. Kann ich bitte mal deinen Bibliotheksausweis haben? Du kannst alles von mir haben. Falscher Film, sorry. Wie, du denkst, dass ich noch nicht 18 bin? Nö, das denke ich nicht. Das steht hier auf deinem Ausweis. Ach so. Ja, Jugendschutz, sorry. Kein Thema. Wie wär's mit einem Alternativprogramm? Hast du heute Abend schon was vor? Heute Abend? Heute Abend. Du bist ja süß. Hätten wir uns in 3 oder 4 Jahren getroffen, dann wäre bestimmt was aus uns geworden. Aber heute Abend leider nicht. Echt nicht? Leider nein, aber vielleicht ein anderer Film als Alternative? Nein, keine Alternative. Stopp, es ist gleich hier vorne. Also da lang. Nee, Pübis GPS gibt eine Warnung raus. Da vorne kommt ein Abhang. Also lass uns da lang gehen. Das ist doch voll der Umweg. Ich vertraue lieber meinem Handy. Verlauf dich doch, du mit deinem tollen Handy. Single Schach. Das klingt ja wie Tanztee. Ist das nicht mehr was für Leute im gesetzten Alter? Überhaupt nicht. Single Schach ist großer Spaß für jung und alt. Etwas älter. Das ist genau das Richtige für Sie, Herr Pasulke. Für mich? Aber klar doch. Sie sind Single und Sie lieben Schach. Ich habe aber keine Lust, da alleine hinzugehen. Ich würde ja sogar mitkommen, aber dummerweise muss ich heute zum Frühjahrsputz. Stimmt doch, Alex, oder? Und ob, ist längst überfällig. Aber Sie sollten auf jeden Fall dahin gehen, Herr Pasulke. Ach, Clara, du möchtest gerne mit Herrn Pasulke zum Single-Schach. Ja, nein, also... Das hättest du auch sagen können.
Frühjahrsputz ist ja auch wichtig, wegen der Hygiene. Nein, 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 wir müssen Prioritäten setzen. Und ein geselliger Nachmittag mit Herrn Pasulke, der geht natürlich vor. Krass. Bist du? Na? Oh, können wir diese blöde Wette nicht einfach vergessen? Na gut, zeig schon her. Was? Na, den Korb, den du von ihr gekriegt hast. Können wir uns jetzt bitte auf mein Referat konzentrieren? Tommy, die Wette gilt. So, und jetzt zeige ich dir mal, wie große Jungs sowas machen. Sorry, es tut mir leid, ich bin voll der Tollpatsch. Macht nichts. Ich helfe dir natürlich. Musst du nicht. Natürlich, Ehrensache. Danke. Du hast übrigens echt wunderschöne... Justus! Ronja, was machst du denn hier? Bücher abgeben. Also, wenn's gerade passt. Ich komme sofort. Du bist doch sonst nicht so ein Tollpatsch. Oh, ja. Haben ihr Ziel erreicht. Hubertus? Also, Cash, wo hast du dich versteckt? Dumm gelaufen, was? Jetzt, wo Ronja da ist, musst du den Bagger wohl in der Garage lassen. Wieso? Ronja gibt nur ihre Bücher ab. Und wenn sie weg ist, geht die Wette weiter. Da ist sie. Ach komm, geh schon. Geh schon, Ronja. Verdammt, geh schon. Ronja? Hey, Tommy. Du hier? Was macht ihr? Männchen anbaggern. Ach, Quatsch. Nein, natürlich nicht. Wir recherchieren für Tommys Kunstreferat. Der menschliche Körper im Expressionismus. Soll ich euch helfen? Also eigentlich denken wir... Klar, so gerne. Kann ich den haben? Ja, klar. Naja, ich hab noch Dienst. Ja, um 4 habe ich Feierabend. Dick. Ja, ich packe jetzt noch schnell meine Sachen und fahre in 20 Minuten. Tick. Okay, bis dann. Nein, hier ist nichts. Nein, auch keine kleine wasserdichte Plastikbox. Moment mal, wieso eigentlich wasserdicht?
Aha. Sicher? Ganz sicher? Okay, Pippi. Ich check da mal was. Hörst du das? Ich glaube, da kommt ein Motorrad. Es kann ein anderer Geocacher sein? Shit, okay, ich beeil mich. Ich rufe die an. Ja. Oh, das wird eklig. Wow, Jackpot! Was zur Hölle? Hallo Puffbohne. Oder doch Dark Devil? Du kleiner Mistkerl! Dark Devil! Das haben wir drei echt super hingekriegt. Danke, Ronja. Du hast mir echt geholfen. Oh, Tommy, so haben wir nicht gewettet. Wenn wir dir helfen, dann richtig. Justus ist echt lieb. Hey. Hey. Ich muss die hier noch abgeben. Okay, danke schön. Sorry nochmal wegen der Bücher vorhin. Kein Problem. Einen schönen Abend wünsche ich dir. Danke dir auch. Ah ja, eigentlich wollte ich ja mit einem Freund ins Kino, aber er hat abgesagt. Das ist voll blöd, ich habe ja noch zwei Freikarten. Hm, das tut mir leid. Was soll's, allein macht Kino keinen Spaß, also. Ciao. Sag mal, willst du die Karten etwa verfallen lassen? Also, ich habe heute Abend noch nichts vor. Nein. Okay, dann sagen wir 19 Uhr am Kino. 19 Uhr am Kino. Ja, okay. €12.000. Das ist eine Menge Schotter. So, dann fangen wir an. Bin ich am Zug? Sorry. Oh, eine außergewöhnliche Variante. Na bitte, geht doch. Wenn Sie mich auch noch anbellen wollen, sagen Sie aber vorher Bescheid, ja? Ey, Justus, du stehst doch gar nicht auf die. Wer hat das gewettet? Ey, komm schon, sei ehrlich. Du stehst immer noch auf Ronja, das merkt man. Ich stehe aber auch auf Kino. Und weißt du was? Ich gewinne für mein Leben gerne Wetten. Das ist aber meine letzte Kohle und ich pleite. Auf geht's und vergiss dein Geld nicht. Ja. Ja. Wiedersehen. Und? Was und? Hatten Sie einen schönen Nachmittag? Ja, einen sehr schönen Nachmittag sogar. Ja, und? War sie nett? Wie heißt sie denn? Wie sie heißt? Ihr Name? Ja. Telefonnummer? Nee. Adresse? Nee. Och nö. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Wir können ja nächste Woche wiederkommen. Nee, Herr Pesulke. Das regeln wir anders. Danke, Johnny. Ich hätte nie gedacht, dass Geocachen so aufregend ist. Und dieser Mobile-Fahrer hat wirklich versucht, dich festzuhalten? Der war vielleicht gruselig. Das war bestimmt dieser Dark Devil. Dark Devil ist ein Mädchen. Echt? Na egal. Auf jeden Fall habe ich ihm jetzt den letzten Sticker abgejagt. Und wo ist Hubertus? Er hat gedacht, sein tolles Handy sei besser als sein GPS-Gerät. Na, Hubertus, auch schon da. Ach, ärgere ihn nicht.
Wieso? Ist doch dein neuer Freund und nicht meiner. Er wollte doch nur den Cash für mich finden. Sorry, Pippi. Hat leider nicht geklappt. Glückwunsch, Johnny. Danke. Kein Ding. Du hast es dir echt verdient. Hab ich's dir nicht gesagt? Hubertus hat sich total verändert. Vielleicht sollte öfters mal eine Treppe runterfliegen. Johnny, das ist nicht witzig. Na gut, ich will noch mal los. Meine Jacke liegt noch im Wald. Bis zum Abendessen bin ich wieder da. Okay. Charlie, die Wunde in der Villa. Die Erfurter Polizei fahndet weiterhin unter Hochdruck nach dem Verbrecher, der gestern nach Ladenschluss einer Verkäuferin die Tageseinnahmen entrissen hat. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeidirektion Erfurt. Clara, wann gedenkst du hier aufzuschlagen, mir beim Hausputz zu helfen? Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Pasulka hat eine echt nette Frau kennengelernt. Gut, und die schlechte? Die Frau ist keine normale Frau, sondern eine Adlige. Baroness Elfriede von Hohenstein. Gut, also doppelt gut. Die schlechte Nachricht, Clara. Alex, also ist ein lieber Kerl, aber nur ein Hausmeister. Ja, gut, und? Hast du schon mal von einer Adligen gehört, die sich in einen Hausmeister verliebt? Ja, wahrscheinlich nicht. Siehst du. Deswegen werden wir Pasulke Adel. Na? Da kommst du. Hey! Hey! Pünktlich auf die Minute. Ja, Kilo fängt schließlich auch pünktlich an. Die Karten hast du? Klar. Danke, das ist echt lieb von dir. Wäre auch zu schade gewesen, wenn die verfallen wären. Auf jeden Fall. Ist das der Vogel, der die Kinokarten verschenkt? Genau, das ist. Sag mal, wie heißt du eigentlich? Justus. Ja. Wir bedanken uns. Auf jeden Fall. Danke, Justin. Geil. Hey, komm schon, du musst es die Karten bezahlen, ja? Das ist was mir wert. Justin? Ja. Entschuldigung. Ich muss es mal lesen. In meinem Internat wird geteilt. Ist jemand verletzt? Geh zurück, was du in dem Haus gefunden hast, kapiert? Das habe ich nicht mehr. Willst du mich verarschen? Nein, einen Sticker habe ich einer Freundin geschenkt. Wirklich. Bis morgen legst du alles wieder dahin zurück, wo du es her hast, klar? Wenn nicht, kommt der kleine Johannes Enns. Mächtig Ärger. Hast du einen Geist gesehen oder so? Alles in Ordnung? 12.000 Euro. Unfassbar viel Geld. Hier schreiben sie, dass der Typ heute gesichtet wurde. Mit 12.000 Euro ist er doch schon längst über alle Berge. Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Johnny, alles okay? Da war dieser Typ, dieser Geocacher, der mit dem Moped. Der hat gesagt, ich soll zurückbringen, was ich in dem Haus gefunden habe. Bis morgen, wenn ich dann... Kicks von morgen.